So, du wolltest anrufen und ich glaube, du hast gestern schon angerufen, ne? Kann das sein? Ja, genau. Ich hatte gestern schon angerufen und Worum geht's denn? das Thema ist bei mir eher nicht so schön. Ich Ja. bin gestern Abend von der Schicht, von der anstrengenden Schicht nach Hause gekommen Ja. und musste da dann die Polizei anrufen, weil bei mir eingebrochen worden ist. Es ist aber nichts geklaut worden. Die Tür ist einfach nur aufgehebelt worden. Zweites OG. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind oder wie auch immer. Okay, das ist natürlich erstmal ein Schock. Jo. Das heißt, du bist nach Hause gekommen und die Polizei stand quasi in der Wohnung drin oder hast du es erst später von dir aus gemeldet? Ich habe es erst später gemeldet. Also ich bin nach Hause gekommen, die Tür stand sperrangelweit auf, war doppelt abgeschlossen. Und ja, aber es ist nichts weg. Mein Laptop steht noch hier und alles. Zweite OG wohne ich. Und Hofbahnfähre, dann, zweite OG. und Und da frage ich mich gerade war mal, die, oder habe ich die. mich gestern auch schon gefragt, wie sind die hier reingekommen? Ja. Und nur bei mir. Was hat die Polizei denn zu dem Vorfall gesagt? Die haben sich das Schloss nur angeguckt, haben das dann aufgenommen, haben da Fotos von gemacht und sind wieder abgehauen. Haben mir eine Anzeigennummer dagelassen und haben sich dann wieder verdünnisiert. Hast du denn nochmal alles durchsucht? Also war es jetzt chaotisch? Haben die irgendwo rumgewühlt? Gar nichts. Oder war gar nichts? Also Keine es war nur durchwühlte offen. Sachen. Keine durchführten Sachen, kein gar nichts. Das war sehr, sehr komisch. Es waren aber deutliche Einbruchsspuren an der Tür. Also es kann jetzt Jo. nicht irgendwer gewesen Jo. sein, der einen Schlüssel hat. Okay. Nee, die Tür ist eindeutig aufgebrochen worden. Die komplette Türkante ist beschädigt. Wie fühlst du dich jetzt? Krass, ich habe schon überlegt, ob ich hier ausziehe, weil ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Klar wohne ich im zweiten OG, aber irgendwie ist das beschämend. Verstehe ich. Also du kannst dich eigentlich nicht mehr richtig zu Hause fühlen, ne? Richtig. Wie ist es nachts vor allem? Letzte Nacht war 2 Stunden Schlaf. Deswegen. Und die 2 Stunden habe ich aber auch nur bekommen, weil ich morgens irgendwann, als ich fast die ganze Nacht wach im Bett gelegen habe, mir eine Schlaftablette reingehauen habe. Nur so bin ich überhaupt so 2 Stunden Schlaf gekommen. Hast du denn eine Vermutung? Also meinst du, es war jetzt wirklich wie eine Art Streich und die wollten halt gucken, ob da jetzt irgendwas drin ist in der Wohnung bei dir? Oder meinst du, die wollten zu dir vielleicht sogar? Keine Ahnung. Weiß nicht. Kann ich auch nichts zu sagen, möchte ich auch nichts zu sagen. Na klar. Bevor ich hier irgendwie falsche Anschuldigungen mache oder so. Nee, Deswegen kann ich also nichts zu sagen. wenn du keine Person nennst, dann kannst du auch niemanden falsch anschuldigen. Du kannst ja sagen, was du vermutest oder was du befürchtest in der Situation gerade. Das Einzige, was sein kann, ist, ich habe Streit mit einer, oder Streit nicht, ich habe eine Diskussion gehabt mit einer Nachbarin, die meine Nebenkostenabrechnung sehen wollte, weil ihre ums Dreifache höher ist wie meine. Und da wollte sie einen Vergleich haben. Aber wir haben die gleiche Wohnungsgröße, 42 Quadratmeter. Und sie wollte meinen Zettel sehen, aber ich gebe den nicht raus, weil ich das nämlich nicht einsehe, dass ich da andere Leute da über meine Abrechnung gucken lasse, weil jeder verbraucht ja auch anders. Ja klar, verstehe ich. Na, ich hatte das nur überlegt, weil die nämlich auch so ein bisschen
stinkig war, als ich ihr das Nein gesagt habe. Vielleicht hat sie damit was zu tun. Ich weiß es nicht. Es ist eine reine Vermutung, ist keine Feststellung oder sonst irgendwas. Hast du denn geguckt, ob die besagte Abrechnung noch am Platz liegt, wo sie war oder wo sie sein sollte? Die besagte Abrechnung ist bei meinen Eltern zu Hause, weil die haben Ah, okay. Kopierer und ich hier nicht. Also somit hätten sie die hier gar nicht finden können. Meinst du, sie würde so weit gehen und einbrechen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das jetzt irgendwie eine recht sichere Tür oder Das ist kann ich mir das vorstellen wie eine eine. alte Ja. Holztür, 1920 erbaut, das ganze Gebäude hier, und Okay. die Türen sind noch original von damals. Das ist eine alte, einfache Pressholztür. Gut, also jetzt kein Hochsicherheitstrakt, ne? Nein, gar nicht. Das ist, Okay. die kriegst du so durchgetreten eigentlich, die Tür. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich da jetzt beruhigt wäre, weil eben nichts beschädigt ist, weil nichts durchwühlt ist. Das zeigt ja eigentlich erstmal, es war jetzt kein Raub oder Diebstahlsmotiv dahinter, was ja auch ein bisschen zeigt, dass der oder diejenige nicht nochmal vorbeikommen würde, weil es ja nichts gibt. So Stimmt deswegen, auch schon wieder. ja, aber ich kann dich absolut verstehen. Ich glaube, das ist eine Horrorvorstellung, wenn man sich in seinem eigenen Zuhause nicht wohlfühlt. Also ich könnte es nachvollziehen, wenn du jetzt da ausziehst. Zumal die Beamten mir auch noch unterstellen wollten, dass ich das selbst angerichtet habe, weil komisch, direkt an der Türblatt selber sind Spuren. Aber im Türschloss sind keine Spuren, und von dem Staub, was rausgebrochen ist, fehlt jede Spur. Das ist nicht gefunden worden. Okay, also entweder wusste da wirklich jemand, wie man das aufkriegt, oder man ist noch schnell mit dem Staubsauger irgendwie dahin, oder was meinen Keine die Ahnung. jetzt? Okay, Keine Ahnung, wie na die sich gut, das das ist natürlich vorstellen. krass. Bloß aufgrund dessen, dass diese nicht vorhandenen Splitter da, also dass das nicht vorhanden ist, habe ich jetzt wiederum Angst, dass die das mein Vermieter bzw. meine Versicherung als versuchten Versicherungsbetrug auslegen, dass das in die Richtung geht. Vielleicht, weil das ja nichts gefunden werden konnte. Gut, aber auch das müssten die ja erstmal beweisen. So, da wären die ja wiederum in der Beweispflicht. Ich glaube, da musst Okay. du dir jetzt keine großen Sorgen machen. Ich meine, du hast es zur Anzeige gebracht, höchstwahrscheinlich, oder? Also schriftlich hast du es da und das ist ja schon mal ein Na, ich habe Zeichen eine dafür. Beweisaufnahmenummer von denen bekommen vom Landesbeamten, und somit dürfte ja eigentlich automatisch eine Anzeige erstellt werden. Ja, genau. Und das würden, glaube ich, Leute nicht machen, die es selber waren. Also klar wird es auch geben, aber ich denke mal, da ist die Hemmschwelle schon wesentlich höher. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also im Prinzip bleibt ja nicht viel übrig. Entweder du findest dieses Sicherheits- oder Wohnlichkeitsgefühl Klar da bekomme ich jetzt eine wieder. neue Tür. Jetzt die Tage, nächsten Dienstag bekomme ich eine neue Tür. Aber wer weiß, vielleicht ist die dann auch wieder aufgebrochen. Ich weiß das nicht. Ich kann ja jetzt nicht mehr sicher sein. Also ich würde definitiv mal so ein zweites Schloss dran machen, wie so ein Balken, weißt du, wo du jetzt nicht direkt durch kannst. Ich glaube, das bringt auch nochmal ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Und wenn es nur Ja. zeitlich ist, weißt du, wenn die Na, Person okay, zu wir lange haben ja so, braucht, oder dann wir ist es haben so, ja. so, so, ich, oder ich habe so eine ganz dünne Kette, habe ich vom Haus aus schon dran. Es ist, wie gesagt, 1920 erbaut, das ganze Haus hier. Und da hat man ja dieses Ketten ja gehabt. Problem ist, wenn ich diese Kette benutze, brauche ich erstmal eine halbe Stunde, bis ich die da rausgefilmt kriege, wenn ich die überhaupt rausgefilmt kriege, weil die sich da meistens verhakt und ich dann da Probleme habe, die Kette überhaupt aufzukriegen. Gut, aber es bringt Sicherheit, ne? Zusätzlich. Ja. Aber das bringt mir im Notfall, wenn es brennen sollte oder so, komme ich dann hier gar nicht mehr raus. Na klar. Wozu würdest du denn tendieren? Schaust du dich schon um nach Wohnungen?
gestern passiert. Ich dachte mal erstmal, ich warte ab. Guck jetzt erstmal, was da kommt noch. Lass es auf mich zukommen, ganz ehrlich. Was Polizei, vielleicht kriege ich ja noch ein Schreiben von der Polizei oder was auch immer. Keine Ahnung. Und dann mal gucken. Hättest du denn vielleicht noch irgendwo Personen, wo du erstmal unterkommen kannst, für eine Woche oder so, um zu schauen, ob die Tür dann auch wirklich zu bleibt, also ob diese Person wieder kommt? Das Problem ist, ich bin voll im Beruf, ich bin auswärts unterwegs, ich fahre jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit und ich habe hier im Raum, die nächsten Angehörigen sind 16 Kilometer von mir entfernt. Problem ist, meine Eltern sind das, die sind beide voll berufstätig noch und denen möchte ich das auch nicht zutrauen. Kann ich auch nicht zutrauen. Okay, ja. Weil die stehen nämlich auch beide morgens früh auf. Und ja. Ja, gut, aber wenn es jetzt mal nur für eine Woche ist, für 5 Tage vielleicht. Ja, und wie gesagt, ich bin auswärts unterwegs, habe kein Auto und müsste dann mit dem Bus dahin fahren und Okay, muss ja. aber um 6 Uhr schon im Zug sitzen, dass ich pünktlich auf Arbeit bin. Weil ich fahre ja, wie gesagt, noch ein bisschen. Das haut dann auch alles nicht hin. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass die Polizei da vielleicht irgendwas rausfindet. Vielleicht gab es ja auch einen Zeugen, Kann eventuell sein, noch weiß ich nicht. irgendwer, wer sich melden kann. Ich Hoffen wir hoffe, es einfach ist mal. okay, wenn ich mich jetzt nicht namentlich Nee, genannt habe oder alles gut. namentlich nennen möchte. Alles gut. Alles gut. Aus Personenschutzgründen und so weiter. Richtig, richtig. Vollkommen richtig. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass das sich aufklärt und dass es Danke. niemand war, der wieder zurückkommt. Ich hoffe es Das. auch. Danke fürs Gespräch. Danke dafür, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Dann Ich wünsche ich dir jetzt verfolge dich trotzdem noch gerne weiter. einen ruhigen Abend und einen schönen Danke. Abend. Danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss.